Eurem Tonstudio gilt Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und wenn du vermeiden möchtest, dass deine schönen, breiten und gedoppelten Gitarren wie diese hier beim Abhören in Mono in sich zusammenbrechen oder zu verschwinden drohen, dann zeige ich dir heute zwei Tricks, wie du das vermeiden kannst. Jetzt in deinem Adventkalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Große, breite Gitarren, wer hat sie nicht gerne in seinem Rocksong, um die Mega-Hymne noch etwas größer zu machen? Ganz einfach umgesetzt, einfach für links und rechts außen jeweils eine Gitarre eingespielt, mit dem Panorama auf die Seiten geschoben und schon ist der Song größer als die Welt. Blöd nur, wenn das Ganze dann in sich zusammenbricht, wenn du auf den Mono-Knopf drückst. Und selbst wenn du sagen solltest, Mono ist mir komplett egal, ich möchte, dass meine Musik in Stereo abgehört wird, du kannst es nicht immer vermeiden, dass deine Songs auch irgendwo mal im Mono abgehört werden und wenn es nur auf dem Handy ist, wenn du deinem Freund mal deinen neuesten Hit zeigen möchtest. Wenn da also die Gitarren nicht zusammenbrechen sollen und fast verschwinden sollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten und der erste Trick, den ich dir da zeige, ist so einfach wie simpel. Wenn du der Gitarrist sein solltest oder der Gitarrist bei dir in der Nähe spielen sollte, dann frag ihn doch einfach mal, ob er dir noch eine dritte Spur einspielen kann. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kannst du hier das ganze Stereo-Panorama auffüllen und zum anderen wird dein Song insgesamt noch größer, denn was ist besser als zwei doppelte Gitarren? Drei Gitarren, die sich gegenseitig doppeln. Und das hören wir uns ganz mal jetzt mal an, und zwar im Vergleich zwischen Stereo und Mono. Zunächst einmal habe ich eine dritte Gitarre eingespielt und schiebe die mal Mono in der Mitte dazu. Folgendes passiert. Die Mono-Mitte wird aufgefüllt, das heißt, das ganze Panorama wirkt noch größer und fetter durch die drei Gitarren jetzt. Und wenn ich jetzt auf Mono schalte, brennt die Gitarre trotzdem. Wenn ich jetzt die Gitarre aus der Mitte wegschalte, wird es deutlich leiser, obwohl in Stereo eigentlich alles gut war. Also, auf Mono schalten, die Mittelspur wieder dazugeben und es brennt in Mono und in Stereo. Solltest du den Gitarristen nicht zur Hand haben oder nicht selber der Gitarrist sein und nur zwei Spuren zur Verfügung haben, ist das aber auch kein Problem, denn auch mit zwei Spuren gibt es einen einfachen Trick, wie man das beheben kann. Ich habe hier mal auf der anderen Seite etwas vorbereitet, und zwar zwei Spuren, die sich auch doppeln, also im Prinzip das gleiche, was wir als Ausgangsbasis hatten. Dieses Mal habe ich aber das Panorama von den beiden Spuren in die Mitte geschoben. Und jetzt müssen wir die eine Spur für die Mitte nehmen, denn es geht darum, die Mitte auf jeden Fall ausgefüllt zu lassen. Und die andere Spur machen wir jetzt zu unserer Stereo-Information, und das geht ganz simpel. Zunächst einmal müssen wir diese zweite Gitarre in eine Stereospur verwandeln. So, damit wir gleich einen Stereo-Effekt draufladen können. Und dann nehmen wir ein Gain-Tool oder ein Tool, was in deiner DAW verfügbar ist. Auf jeden Fall ein Plugin, was mitgeliefert wird, wo man bei dieser Stereospur jetzt auf der einen Seite die Phase drehen kann. Wenn du auf der einen Seite die Phase drehst, dann passiert Folgendes mit dem Ausgangssignal. Ich schalte es mal auf Solo. Die Gitarre klingt irgendwie verschwurbelt, kommt von rechts oder von links, du kannst es nicht so richtig zuordnen, aber irgendwie klingt sie komplett komisch, das heißt, es muss wohl im Zusammenspiel mit der anderen Spur passieren. Das heißt, wir schieben diese Spur jetzt mal zu unserer Originalspur dazu, die wir jetzt hören können. Mono in der Mitte. Und jetzt schiebe ich sie dazu. Und wie durch Wunder wird es jetzt richtig groß und klingt wie fette gedoppelte Gitarren. Mit dem Vorteil, dass in Mono die Gitarre trotzdem stehen bleibt und nicht irre leiser wird. Und in Stereo fliegt die Kuh. Wenn du den Effekt noch ein bisschen verstärken möchtest, kannst du diese gerade Stereo umgewandelte und in der Phase gedrehte Spur noch ein bisschen in der Zeit verschieben. Das heißt, du gehst hier einfach nochmal auf das Delay und schiebst die Spur vielleicht nochmal ein paar Millisekunden nach hinten, sagen wir mal so irgendwas zwischen 10 und 20 Millisekunden, und der Effekt wird noch größer werden. Und im Mono und in Stereo. Zwei einfache Tricks, deine Gitarre noch fetter und größer zu machen mit Doppeln und ohne zu vermeiden, dass diese in Mono zusammenbrechen. Und wenn du wissen willst, wie du noch besser doppeln kannst, deine Gitarren, dann schau als nächstes in dieses Video, da verrate ich dir das. Wir sehen uns da gleich oder in einem anderen Video. Bis dahin, mach's gut und Yassou!